In PowerMill 2015 wurde die Benutzeroberfläche verfeinert, speziell die Strategieauswahl. Nunmehr ist es so, dass vertikal meine Bereiche gruppiert sind. Möchte ich schrubben, im 2,5D-Bereich schlichten und ich finde dann entsprechend hier gelistet meine jeweiligen Strategien. Hinzugekommen ist auch dieses Zeichen mit dem Stern. Stern bedeutet, es ist automatisch in meiner bevorzugten Strategienliste. Einmal den Stern einfach abgeklickt, schon nicht mehr in der Liste vorhanden und genauso einfach hinzuzufügen. Das ist der erste Teil, der mir die Möglichkeit gibt, relativ schnell und einfach hier ein Sammelsurium, das ich im täglichen Gebrauch verwende, zu erstellen. Des Weiteren ist es jetzt so, dass meine persönlichen Vorlagen, meinen Fall CBR-Strategien genannt, auch hiermit aufgelistet werden. Ich kann entweder direkt Strategien einladen als PDF oder aber auch beispielsweise einen neuen Strategiepfad herstellen, wo ich entsprechend meine Vorlagen ablegen möchte. Jetzt kann es ja auch sein, dass ich hier ein Projekt habe, dessen Fräsweg in Zukunft als Vorlage dienen soll. Ich nehme jetzt beispielsweise mal diese Vorschlichtstrategie mit Rechtsklick auf das Menü als Strategie speichern und werde gefragt, ob es eben dorthin soll, wo meine Strategien bis eben eingestellt waren. Und ob es direkt schon ein Favorit sein soll. Ich sage ja. Im versteckten Menü können Sie nochmals auswählen, was alles von dem Fräsweg mit übernommen werden soll. Standardmäßig alles ausgewählt. Wir gehen auf Speichern, geben dem Kind noch einen Namen. Und wir finden, dass in Zukunft einmal unter der bevorzugten Strategien, wir erinnern uns, eben beim Speichern habe ich bereits diesen Haken gesetzt. Und natürlich, wo es herkam, von meinen CBR-Strategien. Meine bevorzugten, selbst angelegten Strategien. Haken raus, beziehungsweise Stern, Schattierung wegnehmen und es ist wieder entfernt. Dies wurde so eingerichtet, dass es übersichtlicher ist und ja, leichter für sich persönlich anzupassen, mit PowerMill zu arbeiten.